Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spielevorstellungen bei uns auf dem Kanal. Sofort und gleich. Ja, Leute, ich habe wieder ein paar Sachen hier rausgesucht. Sind diesmal ein bisschen weniger, dafür habe ich ein bisschen genauer hingeguckt. So, haben wir hier Basketball, Rolling Game. Das sieht schon mal ganz cool aus. Sowas spiele ich eigentlich auch ganz gerne. Ist ein bisschen mit Geduld und Gefrickel. So. Mega geil. Coole Sache. Klicken wir auch mal hier gleich jetzt wieder durch ein paar Screenshots durch. So in etwa sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir hier eine besondere Perle für die Leute, die damals Railroad Tycoon gerne gespielt haben. Hier Steam Power 1830 Eisenbahn. So ein kleines Eisenbahn-Simulationsspiel. Cool. Stockholm. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Conquer Europe. Okay, also wirtschaftlich andere Länder erobern. Trade with resources. Mit Ressourcen handeln. Madrid. Build spectacular cities. Bukarest. Also für die Taktik-Simulations-Fans mit Sicherheit ein cooles Ding. Gefällt mir persönlich schon mal ganz gut. Prag. Coole Sache. Absolut. So, da haben wir Werder ein Tycoon. Erbaue Schienennetze. Handel mit Waren. Location Madrid, Destination Gijón, Large Locomotive, Cannonball, Eisen, Holz, Lebensmittel, Kohle, Passagiere, Barcelona, Valencia, da gibt es dann, okay, Bilbao. Ja, geil. Definitiv interessant. Dann haben wir hier auch noch ein ziemlich interessantes Spiel, Champion Strike, Helden Clash. Von Two Hands Games. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Ich glaube, das sollten wir ein bisschen größer machen. Damage Dealers. Champion Strike. Ja, sieht doch auch ganz interessant aus. Gucken wir mal hier auch nochmal in die Screenshots rein. Kontrolliere den Champion. Erstelle dein eigenes Deck. Auf jeden Fall coole Karten. Sammle Karten, oh mein Gott. Ultimative, epische Truhe. Sieht auch ganz interessant aus, das Ding hier. Heilige Ritterin, Oger, Musketenhasen, Goliath. Okay. Stufe deine Karten auf. Globaler Wettbewerb. Okay. Unerwartete Ergebnisse. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, dann haben wir Tap and Merge. Das ist, ihr wisst ja, dass ich auch Puzzlespiele gerne mag. So ein kleines Puzzlespiel hier. Für die Leute, die immer ein bisschen abspannen wollen. So, nach welchem Prinzip geht das? Immer, es wird immer zur größeren Zahl, okay. Die zwei jetzt zusammen werden zu drei, dann die vier, dann die fünf, okay. Und so müsste man wahrscheinlich dann das Feld frei bekommen, okay. Sieht auch für die Puzzler unter uns ganz interessant aus. Auf jeden Fall. Boah, für die kleine Abwechslung zwischendurch. So, dann haben wir hier den Star Trailer Design Your Own Hollywood Style. Das Ding gucken wir uns jetzt auch mal an hier.
Na, das ist dann zu groß, das macht dann keinen Sinn, müssen wir dann doch so in der Größenordnung machen. Colorful, luxurious, rustic. Oh. Become a diva in various movies. Romance. Action. Western. With handsome partners. Match and Blast. Ah, oh, das ist wieder so ein Matching-Spiel und da musste dann scheinbar Star Trailer. Scheinbar baust du da deine Hollywood-Karriere auf. Das ist halt wieder mal ein Spiel für die Mädels hier. So sieht, ja. Schaut euch das an. Alles total runtergekommen. Hier Sessel kaputt. Alles im Eimer. Und danach, wenn ihr das schön macht, dann guckt mal hier alles bling bling und alles schön. So. Gucken wir mal, was haben wir hier? Hier kann man schön dekorieren. Get luxurious motorhomes. Ah, da gibt es die Filme Dreamland. Ein ausgezeichneter Film, wie man hier oben sehen kann. Dreamland, The Secret Agent, hat auch schon so ein bisschen auf James Bond-mäßig hier oben auch wieder ein Award abkassiert. Alle hier. Oh mein Gott, Devil Angel. Schwarz-weiß, hell-dunkel, böse-gut. Der Werwolf. Oh mein Gott. Exciting Stories. Jawohl. Aber hier so ein Match. Blast. Ja, so sieht das dann aus, ne? Ja, dann haben wir hier, das habe ich schon. Dreamland Light. Gucken wir mal hier rein, was das ist. Jetzt kommt ja demnächst ES 2 in die Kinos. Jetzt, ja, heute Abend ist es soweit. Ich gehe mir dann sofort da noch rein. Schau mal, Dreamland Light. Oh mein Gott, welcome to Dreamland. Ja, sieht ein bisschen so also aus, ne? Eine mystische Story. Das eine Story, die das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ah, auch wieder solche Puzzles, okay. Da müssen wieder Puzzles dann gemacht werden. Dreamland Light von Nivo Soft. Auf jeden Fall. Oh, immerse yourself into the horrific storyline. Oh. Und als allerletztes haben wir dann noch hier so ein kleines Mahjong-Spiel für die Mahjong-Fans unter euch. Meine Güte, das haben wir früher am Automaten gezockt, ey. Ist da Geld reingeflossen, Mahjong? Da gab es dann so eine Bestenliste, da haben wir dann immer geguckt, jedes Mal, wenn wir dann gekommen sind, dann ein anderer hat sich dann da hochgearbeitet und wir haben uns nur gegenseitig gebattelt um den ersten Platz an diesem Automaten. Mahjong ist schon ein cooles Spiel. Ja, auch unten verlinkt jetzt in den Beschreibungen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare. Wenn euch irgendein Spiel interessiert, dann schreibt das doch mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr euch irgendeins runterladet oder kauft, auch mal in die Kommentare schreiben. Wie gefallen sie euch? Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Neue Spiele auf Android mit mir nehmen gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.